zeigen eigentlich, dass das keine Lösung ist. Und deshalb ist das, was die Bundesregierung weiterhin verfolgt, dass wir eine europäische Lösung finden werden, was nicht einfach ist, danach zu fragen. Und wir müssen den Griechen helfen. Wir können sie mit dieser Situation so nicht alleine lassen. Deutschland will, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen und hat das jetzt. 25 Millionen außerhalb ihrer Heimatländer, das ist keine nachhaltige Lösung. Nehmen Sie... Begrüßen wir auch noch mal den Sprecher von Herrn Maas, der hier mal am lautesten klatscht. Herzlich willkommen an Sie. Nehmen Sie, Herr Kurz, die...